Hey ho! Und schon das nächste Video. Wir haben jetzt nochmal Besuch bekommen. Und zwar den Alexander, unser Mann im Hintergrund vom Grillen mit Freunden, das Treffen. Und auch hier ist er der Mann im Hintergrund. Also man wird ihn nicht sehen, nur seine Fingerchen. Der macht uns heute Fried Chicken. Also frittierte Hähnchenteile. Ja, und ich würde mal sagen, gehen wir hinüber, schauen wir, was er uns mitgebracht hat und dann legen wir auch schon los. So, Freunde, einen mördermäßigen Karton hat der hier. Und mach doch mal auf. Bist du narrisch? Wer soll denn das wieder essen? Ich hab gedacht, das nimmst du zum Frühstück. Nö. Also, definitiv viel zu viel. Wir schauen jetzt einfach mal, was er daraus macht. Und ne, so viel brauchen wir, glaube ich, nicht. Naja, wir werden sehen. So, dann legen wir hier mal los. Schauen wir mal, was wir nicht haben wollen. Was hast du jetzt genau vor hier? Also, ich habe hier so ein Grippe. Das will ich nicht. Okay. Dann habe ich hier die Drums. Ja. Die gucken wir mal, Grill oder so. Und dieses Mittelstück hier, das will ich frittieren. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, leg los. Erstmal hier Überschüssiges weg. Hauptsache, wir haben nachher keine Knorpel drin. Das gucken wir alles nach. Das ist das Rückenstück. Da unten war schon Knorpel drin. Da habe ich ihn gesehen. Das kommt noch. Kommt noch. Gut. Also anhand von einem Stück zeigen wir euch das jetzt und dann werden wir alle das vorbereiten. Heißt, hier ist dran. Dann haben wir hier ein bisschen was zum Abschneiden noch, was mir auch nicht gefällt. So. Da unten. Haben wir hier schon das fertige Stück. Und der Knochen? Der Knochen bleibt drin. Der bleibt drin? Den kannst du auch rausoperieren, aber dann kannst du auch gleich Filet nehmen. Okay. Ja gut, nee, lass also, drin. Wenn du also, sagst, das lass mal drin. Das ist egal. Ich zeig dir mal, wie er rausgeht. Geht nämlich auch ziemlich simpel. Ja, komm her. Jetzt hast du hier, ja, also ich finde etwas besser vom Geschmack her als die Hähnchenbrust. Und hier ist noch was Hartes, das kommt noch weg. Wunderbar, wunderbar. Und wie geht es mit diesem Stück dann weiter? Das wird eingelegt in unter anderem Buttermilch, ein bisschen ziehen lassen und nachher gewürzt. Das zeigen wir dann. Okay, dann werden jetzt alle Teile vorbereitet. Und dann geht's weiter. So Leute, während ich ein schönes, gemütliches Nickerchen auf der Couch gemacht habe, war der Alexander sehr fleißig. Dann hat er hier schon hergerichtet Buttermilch, Essigessenz, Nanu. Was haben wir hier drin? Das ist Gurkenwasser. Gurkenwasser und ein paar Cornflakes. Und dann hast du hier eine Gewürzmischung. Ja. Hui! Ja, erzähl uns doch mal, was da alles drin ist. Verschiedene Pfeffersorten. Bitte etwas lauter direkt in die Cam. Da sind drin verschiedene Pfeffersorten, also weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, dann Habanero-Chili, Chili-Gewürz nochmal, Thymian, Oregano, also alles, was so lecker sein könnte. Gut. Und es ist voraussichtlich scharf, aber es kommt auf die Dosierung an. Jo, gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier weiter. Wir werden definitiv, oder der Alexander wird definitiv verschiedene Sachen ausprobieren jetzt hier. Das Ziel ist das gleiche, nur die Wege sind anders. Ein weiteres Schüsselchen.
Das sind jetzt diese Hähnchenteile. Den Knochen habe ich drin gelassen. Ja. Aber nach Möglichkeit Knorpel und so weiter. Alles, was nicht am Knochen ist, ist weg. Gut. Fangen wir mal ein bisschen an mit. Oje, Leute. Kaum ist das Küchenfenster offen, hört man wieder die Bulldogs vorbeirauschen. Aber egal, das kennt ihr ja von meinen Videos eh schon. Woher hast du die Idee mit Hähnchenteile in Gurkenwasser einlegen? Das habe ich irgendwo im Internet gefunden, habe es vorher noch nie versucht. Und das ist jetzt so ein Testballon, ob das wirklich was taugt. Ach, hier sind die Versuchskaninchen? Genau. Dankeschön. Ja, deshalb machen wir auch eine Version mit eingelegten und eine ohne. Okay. Normalerweise lege ich die immer so 3-4 Stunden in Buttermilch ein. Das haben wir ja eh noch vor hier. Genau, die Buttermilch steht da schon. Und das hier ist jetzt einfach mal zum Ausprobieren. Das ist jetzt eins zu viel. Da kriegst du nämlich den Deckel dazu drauf. Also soll sich jetzt so ein bisschen auch vollsaugen damit. Ob das nachher Einfluss hat auf den Geschmack, werden wir dann sehen. Da bin ich ja mal echt gespannt. Ich auch. Jo, gut. Dann schauen wir, was als nächstes kommt. Also die nächste Runde hat begonnen. Was kommt hier dann hinein? Da machen wir jetzt nur mit Buttermilch. Also ganz klassisch. Okay. Ohne neue Tests. Gut, und dann gucken wir mal, was mit dem Rest passiert. Tja, Freunde, viele werden jetzt vielleicht wieder denken, boah, ist der ein fauler Sack. Ja, ihr habt's recht, ich bin gerade ein fauler Sack. Ja, und da bin ich gerne einmal. Mhm, ganz genau. Freunde, wir haben uns entschieden, wir werden einen Teil von den Drums mit Hot Leg Rub vom Klaus würzen. Und die anderen einfach nur mit der neuen Chili-Symphonie. Es wird gewünscht, dass es richtig scharf wird. Ist aber nur eine reine Chili-Mischung. Das ist dir bekannt. Macht nichts. Ohne Würze, ohne Dings, ohne okay. Alles. Ist okay. Okay, dann machen wir das jetzt so. Und das lassen wir ein bisschen einziehen. Und danach kommt dann da auch noch Buttermilch drüber. Muss aufpassen, sie fliegt. Also, da kann ich schon bitte was drauf tun. Das ja, war scharf gewünscht, also... Komm, ja, mach du mal. Oh ja. Björn! Drauf mit dem Zeug. Wir wollen Döner. Nur Döner macht schöner. Das sind Vögel im Hintergrund. Komm. Euch soll es zweimal brennen. Zweimal und dreimal und viermal und fünfmal und sechsmal. Muss auch noch umdrehen. Noch was? Nö. Da. Bitteschön. Dankeschön. Gut. Nummer 1. Und dann mit den Hot Leg Rub, Freunde. Jetzt eben den Rub vom Klaus. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal ausprobiert habe. Alexander zu fühlen, ich zu würzen. Ja, so machen wir das jetzt komplett. Stellen es dann auch kurz auf die Seite, bevor nachher die Buttermilch dran kommt. So, meine Lieben, wir werden jetzt endlich heraus. Ja, überall stehen schon die Hähnchenteile bereit. Heute probieren wir mal diese Fritteuse aus, was ich mir beim, was weiß ich, von Silvercrest da gekauft habe. Naja, also Fritteuse soll es wenigstens tun. Die Teile, wo wir in Essigwasser eingelegt haben, haben wir das Gurkenwasser schon abgekippt. Da füllen wir hier jetzt noch die Buttermilch damit rein und dann geht es eigentlich mit dem Panieren los. Das hier ist ganz einfach Cornflakes, bisschen kleiner gemacht, damit sie besser haften. Und da dann dein Gewürz mit runtermischen, habe ich das richtig mitbekommen? Da kommt dann das Gewürz mit rein. Ja, mach mal. Boah. Wir fangen mal vorsichtig an.
und ein bisschen Mehl kommt auch noch mit dazu. Mehl. Haben wir hier. Bitteschön. Da ist eine Schaufel drin. Ja. Ein bisschen, sagt er. Ja, wir haben das auch viel. Das sind ja 2,5 Kilo. Ja, aber damit fängt es nur an. Schätze oben drauf wieder. Jawohl. So, das Ganze wird dann gut gemischt. Hier verliert sich dann auch die Gewürzschärfe. Wahrscheinlich im Mehl und in den Cornflakes. Na, komm her. Etwas widerspenstig. Also, wir gucken uns das jetzt wieder bei einem Teil an. Ja, oder auch zwei Teile. Ja, oder auch drei Teile. Komm, gib noch einen drauf. Vier. Und dann mit dem Zeug sozusagen panieren. Und dann kommen sie auch schon in die Fritteuse, sobald die fertig aufgeheizt ist. Wir wären soweit. Die ersten Teile sind paniert. Die Fritteuse ist bereit. Hüpf. Willst du... Nee, bleib drin. Bleib drin? Ja. Nimm doch mit der Zange. Oder nee. Willst du dir die Finger verheizen? Das geht schon. Na, da bin ich ja gespannt. Das sind aggressive, unausgeschlossene Menschen im Haus, wenn sie im Herbst in der Werkstatt sind. Was willst du? Aggressive Nordrhein-Westfalen brauchen wir dann. Was willst du? Das ist praktisch vielleicht nicht knapp. Und so hat es geheißen, goldgelb frittieren und dann legen wir es noch auf den Grill kurz zum Nachziehen. Das Wetter wird noch schöner. Der Björn steigt. Ich darf das kaputt machen, was er mich nicht gebaut hat. Ja, wir machen jetzt hier mal die zwei fertigen zu. Sind es diese Aufstiegsmöglichkeiten, ob es hier ein bisschen wärmer wird? Ja, zumindest ein bisschen die Wärme speichert hier, Herrin. Ich wollte dich ja jetzt die Woche noch das Zwischenstück hier fertig machen, aber da der Held hier für seinen Bollerkarrer das falsche Zeug bestellt hatte, sind wir halt hier nicht mehr dazugekommen. Naja. Und wieder mal schiebt er alles auf mich. Wenn wir hier jetzt so schauen, obwohl die Dinger jetzt eine ganze Weile in der Fritte waren, haben die knapp 60 Grad, also ab auf den Grill zum Nachziehen. Auch mal wieder was zu hier. Arbeitszeit. Ja, lässt du mich das selber tragen hier? Ja, ich halte das Ding, damit du das Ding hier aufmachen kannst. Und in die Mitte auflegen. Und wieso friert der Grill? Ich habe gedacht, der Herr Mac Tofu hat ihn angemacht. Ja, vielleicht ist das Gas leer. So Leute, Gasflasche gewechselt, jetzt brennt er, jetzt können sie nachziehen. So ist es halt, wenn man Topfleuten ja, das Grill anfeuern überlässt. Naja, egal, Grill läuft, Gasflasche gewechselt, warten bis fertig und dann probierle. Leute, wir frittieren hier, grillen hier und ich habe jetzt doch die Platte drauf und oben hier diesen Schutz noch, einfach wächst Flammen. Flammenflug, Funkenflug und so und Asche in der Luft. Ja, und ich muss sagen, obwohl wir hier jetzt noch dieses Loch haben, das Loch da hinten im Eck und hier komplett offen, es ist doch um einiges angenehmer jetzt hier drin zu stehen. Also die Folien so haben sich schon mal gelohnt. Definitiv gut. Aber ich glaube, wir können die nächste Ladung auf den Grill legen. Und bevor hier jetzt alles noch viel länger dauert. Panade gut. Kindchen schick. Sehr gut. Alexander, sehr, sehr gut. Komm, schnapp da auch eine Ecke. Also ich finde es hervorragend. Komm her, hinter mir. Ja, schau mal hier. Ja. Ab in den Hals. Mhm.
Ja, heiß, aber lecker. Also, wirklich schon gut. Sehr gut. Einwandfrei. Die noch mit einem leckeren Süßchen dazu. Wow. Passt. Es war übrigens das Stück ohne Knochen. Das ist schon durch. Die anderen, wo die Knochen drin sind, die brauchen noch ein Minütchen oder zwei. Der nächste Gierschlund. Kommst du jetzt her? Kommst du jetzt her? Und? Hervorragendes Hühnchen. Schön knusprig, gut gewürzt. Das waren aber jetzt nicht die scharfen, oder? Nein. Das waren die ganz einfachen. So muss Hühnchen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Einwandfrei. Läuft. Ja. Stehen die beide mit der Cam hier und filmen mich. Ja, also, was ihr hier beim Junkie hört, ich filme auch gerade mit meiner Cam, McAllister hier. Und der Michi wird jetzt hier so einen Drumstick mal verkostigen. Aussehen tun die hervorragend. Ja, und dazu habe ich mir ein bisschen was da war der von der Fat Pussy von Professor Taste mit draufgehauen. Fat Pussy. Jawohl. Eine der geilsten Soßen, die überhaupt. Daumen für den Professor. Also Michi, wie sagst du immer? Abelhals. Genau. Weil du hast da immer irgendwie so. Ja, das sind halt keine wie kein Standard, wie du uns, ja, wo du sagst, das ist jetzt Schenkel oder das ist ein Flügel. Oder so heißt, ist das nicht erotisch? Wie liebevoll. Ne? Michi, sag was. Heiß! Das ist Leid eines YouTubers. Ja. Entweder es gibt eiskaltes Essen oder richtig heiß. Heiß. Mittelding gibt es nicht. Nee. Also die anfolgende Sendung überzieht sich 10 Minuten. Alexander? Ja? Also die Drumsticks sind noch besser. Das sind die, die so scharf sind, die du nicht haben wolltest. Nein, sind sie nicht. Das sind die anderen. So, und ich verdrück mich jetzt hier vor der Cam. Von Klaus. Wer ist das denn? Ja, wer ist das denn? Ich film dich. Ach. So Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Halt, bleibst du da? Die Hähnchenteile echt verdammt lecker. Kann nur sagen. Ich kacke auf keinen Kentucky Fried Chicken, hätte ich jetzt fast gesagt. Er hat schon welche probiert. Heute hat sich gerade einen Nachschlag geholt. Mit der leckeren Professor Taste Soße. Ja, sehr lecker. Dir wünsche ich jetzt weiterhin guten Appetit. Hau rein, es ist genügend da. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Video, das wir jetzt gleich im Anschluss anfangen zum Produzieren. Also dann, ciao Jikowski. Und danke noch allen, wo hier waren. Ja, das Übliche halt, bevor ich es jetzt noch vergesse. Also, jetzt aber weg. Und was wir uns natürlich noch Verrücktes ausgedacht haben, zum Garen von den Weißwürsten oder auch rosa Würste, je nachdem wie sie werden. Wir machen das nicht auf dem Herd im Topf, sondern wir nehmen das Sous-Vide-Gerät, weil da haben wir dann genau die Temperatur, was wir wollen.